Wer war dieses Mädchen Bernadette, der 18-mal die Mutter Gottes erschien? Ein Mädchen, das kein Star sein wollte, sondern sich in die Vergangenheit eines Klosters zurückzog und die von sich selbst sagte: Ich war ein Nichts und Jesus hat aus mir etwas Großes gemacht. Man soll sich kein falsches Bild machen über Bernadette. Wer mit ihr in Berührung kam, bestätigte, dass sie lebhaft und fröhlich war, ihr Frohsinn war geradezu ansteckend. Schwächlich in ihrer körperlichen Konstitution setzte sie sich durch, wenn es notwendig war. Ansonsten nahm sie sich bescheiden zurück. Sie wollte sein wie alle anderen. Maria hat mich erwählt, weil ich die Ärmste und Unwissendste war. Wenn sie eine Ärmere gefunden hätte, hätte sie diese erwählt. Man hält mich für etwas, was ich nicht bin. Man meint, dass ich eine Heilige sei. Aber das stimmt nicht. Bei der Beschreibung ihres Lebens geht es nicht um eine Glorifizierung der Armut mit ihrem Mangel am Lebensnotwendigen, sondern eine Armut. Eine Armut, die in eine andere Dimension verweist. Die Armut eines Kindes als Offenheit und Bereitschaft zu empfangen. Die Armut der Seligpreisungen, die sich auf das Wesentliche konzentriert und alles von Gott erwartet. Bernadette prägte ihr gesunder Menschenverstand und ein besonderes Gespür. Mit klaren und einfachen Worten schilderte sie die Ereignisse, ließ sich nicht in Widersprüche verwickeln, wehrte sich gegen Unterstellungen oder Manipulationen. Sie war mit sich selbst im Reinen, nicht zuletzt deshalb, weil sie stets auf Gott vertraute und wusste, wenn er ihr einen Auftrag gab, würde er ihr auch die Stärke dazu geben, damit sie ihn erfüllen kann. Das tägliche persönliche Gebet, das gemeinschaftliche in der Familie, später auch in der Gemeinschaft der Mitschwestern, gaben ihr immer wieder neue Kraft. In jeder Situation galt für sie, was Dietrich Bonhoeffer kurz vor seiner Hinrichtung im KZ Flossenbürg sagte: Ich verstehe deine Wege oft nicht, Gott, aber du weißt den rechten Weg für mich. Lourdes im Jahr 1858. Dort erlebte Bernadette trotz mancher Schwierigkeiten eine glückliche Kindheit, umsorgt von ihren Eltern, ihrer Großmutter und ihren Tanten. Ihre besondere Zuneigung galt dem Vater, der seiner ältesten Tochter ebenfalls besonders verbunden war. In Patres hatte er sie fast täglich besucht. Die Beziehung zum Vater war es, die ihr Gottesbild prägte. Gott war in der damaligen Frömmigkeit ein strenger Vater und Richter, der in seiner Allmacht jede Verfehlung bestrafte und den es galt, durch Buße, Leiden und in absoluten Gehorsam gnädig zu stimmen. So ganz anders als Bernadettes Vatererfahrung. François war ein einfacher, gutmütiger Mensch, dem das Wohlergehen seiner Familie am Herzen lag. Durch ihn erahnte Bernadette, was es bedeutete, Gott Vater zu nennen, wie sie es in ihrem täglichen Gebet gewohnt war. Lourdes war eine unbedeutende Provinzstadt am äußersten Südwestrand Frankreichs, am Fuß der Pyrenäen, mit knapp 4000 Einwohnern. Im Sommer machten häufig Reisende auf dem Weg in die Kurorte Barège, Louis-Saint-Saveur, an der Poststation für eine Nacht Halt. Die Wirtsleute hatten ein gutes Auskommen. Eine kleine Oberschicht angesehener Bürger gab den Ton an, die Kluft zu den unteren Schichten vergrößerte sich ständig. Die meisten Bewohner der Stadt lebten am unteren Rand der Gesellschaft und verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Steinbrüchen der Umgebung und als Kleinbauern, die ihre Waren zum Markt und in die Stadt brachten.
Im Sommer kamen Gastarbeiter aus dem noch ärmeren Spanien. Wer eine Mühle besaß, konnte sich glücklich schätzen. Sein Lebensunterhalt war gesichert. 7 davon gab es entlang des Baches, bis die industrielle Revolution in Lourdes Einzug hielt und vor allem die Mütter traf. Die mechanischen Mühlen arbeiten effektiver und sind billiger als die herkömmlichen. Schneller Reichtum für einige wenige. Eine Mühle nach der anderen konnte dem Druck nicht mehr standhalten und musste schließen. Die Mühle des Glücks, wie sie Bernadette nannte, hieß eigentlich Mühle Bolu, nach einem früheren Besitzer. Es war eine stattliche Mühle, die der Familie ein gutes Auskommen und eine angesehene Stellung in Lourdes sicherte. Um die Mühle weiter zu bewirtschaften, musste ein junger Müller gefunden werden. Die Rede kam auf François Soubirous, der als gutmütig und bescheiden bekannt war. Er war zwar nur ein Müllerknecht und schon 35 Jahre alt, doch der Hochzeit mit Bernadette, der ältesten Tochter, schien nichts entgegenzustehen. Es war beschlossene Sache. Jedoch hatte sich François und die jüngere Louise ineinander verliebt. Die beiden setzten ihren Willen durch und konnten am 9. Januar 1843 heiraten. Es war eine Liebesheirat, und trotz aller Schwierigkeiten konnten sie sich ihre Liebe auch in schwierigsten Zeiten ein Leben lang bewahren. Ein Jahr später, am 7. Januar, wurde in der Mühle Bolu ihr erstes Kind geboren. Es war ein Mädchen. François war glücklich. Die Beziehung zu seiner Erstgeborenen war immer eine ganz besondere, liebevolle Beziehung. Am 9. Januar 1844, übrigens dem ersten Hochzeitstag der Eltern, fand in der Pfarrkirche die Taufe dieses kleinen Mädchens statt. Nach ihrer Patentante erhielt das Kind den Namen Bernard. Zum Unterschied von ihrer Tante und Taufpatin, der großen Bernard, wurde sie kleine Bernard, also Bernadette, gerufen. Bernadette, ein Name, der zu ihr passte. Klein von Gestalt war sie. Bernadette war gerade einmal 10 Monate alt, als ihre Mutter Louis in der Küche erschöpft eingeschlafen war und eine Kerze herabfiel. Ihre Verbrennungen waren nicht allzu schwer, aber doch zu stark, um Bernadette weiter stillen zu können. Schweren Herzens entschloss sich François, sein Kind nach Badres zu bringen, ein 5 Kilometer entferntes Dorf bei Lourdes. Eine Kundin, Marie, hatte gerade ein Kind verloren und war bereit, Bernadette zu stillen. 5 Francs sollte es monatlich kosten und Bernadette würde es gut haben. 18 Monate blieb es dort, bis François sie Ende April 1846 endlich wieder nach Hause holen konnte. Dort erlebte Bernadette trotz mancher Schwierigkeiten eine glückliche Kindheit, umsorgt von ihren Eltern, ihrer Großmutter und ihren Tanten. Ihre besondere Zuneigung galt dem Vater, der seiner ältesten Tochter ebenfalls besonders verbunden war. In Badres hatte er sie fast täglich besucht. Die Beziehung zum Vater war es, die ihr Gottesbild prägte. Gott war in der damaligen Frömmigkeit ein strenger Vater und Richter, der in seiner Allmacht jede Verfehlung bestrafte und den es galt, durch Buße, Leiden und in absolutem Gehorsam gnädig zu stimmen. So ganz anders als Bernadettes Vatererfahrung. François war ein einfacher, gutmütiger Mensch, dem das Wohlergehen seiner Familie am Herzen lag. Durch ihn erahnte Bernadette, was es bedeutete, Gott Vater zu nennen, wie sie es in ihrem täglichen Gebet gewohnt war. Ich glaube, dass ich meinen Vater besonders gern habe. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht deshalb, weil er mich in Bartres jeden Tag besucht hat. Meine Mutter kam nur selten.
Wenn mein Vater schon so gut ist, wie gut muss dann erst Gott sein, der mich bittet, ihn Vater zu nennen? Der liebe Gott kann streng sein, aber immer als Vater. Der gemeinsame sonntägliche Gottesdienst und das tägliche Gebet waren fester Bestandteil des Familienlebens. Es waren nicht viele Gebete, die sie kannten, es waren die Grundgebete der Christen, wie das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser und das Ave Maria. Der Rosenkranz wurde auch täglich gebetet. Aus diesen Erfahrungen schöpfte Bernadette ihr ganzes Vertrauen und konnte auch das Leid annehmen, das ihr Leben nach menschlichen Ermessen nicht gerade leicht machte. Die Soubirous kamen zunehmend in Bedrängnis, schienen vom Pech verfolgt. Als François einen der Mühlsteine ausbessern wollte, sprang ein Steinsplitter ab, verletzte sein Auge so sehr, dass er darauf erblindete. Es würde ihm noch viel schwerer fallen, eine Arbeit zu finden. Wie würde François, Louis und die Kinder ernähren können? Louis brachte 9 Kinder zur Welt, von denen 4 schon sehr früh starben. Chastel wurde nur 10 Jahre alt. Die hohe Kindersterblichkeit traf vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten. Es waren eine Menge Schicksalsschläge, die die Familie verkraften musste. Der unaufhaltsame Weg in die Armut hatte begonnen. Schließlich musste die Familie 1854 die Mühle verlassen, weil sie die Pacht nicht mehr bezahlen konnte. Noch 4-mal wechselten sie in den kommenden Jahren ihre Unterkunft, stets weiter in die Armut. So hart auch der Vater arbeitete, das Geld reichte nie. Dazu die ständige Sorge um Bernadettes Gesundheit. Sie litt seit ihrem 6. Lebensjahr unter Asthma. Doch dann kam diese schreckliche Cholera-Epidemie, die 1855 in Lourdes wütete und zahlreiche Todesopfer forderte. Bernadette hat sie überlebt. Gott sei Dank. Aber ihre Gesundheit blieb hart angegriffen. Mit ihren Magenproblemen brauchte sie eine spezielle Ernährung. Sie musste sich schonen. Aber wie sollte das gehen ohne Geld und bei der vielen Arbeit im Haushalt und den kleinen Geschwistern? Sie hatte so schnell erwachsen werden müssen und Verantwortung übernehmen müssen. Ihre Mutter konnte sie kaum unterstützen, denn sie musste außer Haus jede Arbeit annehmen, die sich ihr bot. Tageslöhner gab es viele, aber kaum Arbeit. Und es tat weh, mit ansehen zu müssen, wie Bernadette von ihren Altersgenossinnen verlacht wurde, weil sie mit ihren 14 Jahren immer noch nicht lesen und schreiben konnte. Sie war nicht dumm oder zurückgeblieben. Sie hatte einfach keine Zeit, um in die Schule zu gehen. Sie wurde im Haus gebraucht. Bernadette beklagte sich aber nie. Ihr Vater wusste aber, wie sehr sie darunter litt, auch nicht die Heilige Kommunion empfangen zu dürfen. Dazu hätte sie den wöchentlichen Katechismusunterricht besuchen müssen, in französischer Sprache. Wäre Bernadette zur Schule gegangen, hätte sie die Sprache dort gelernt. So kannte sie nur den Dialekt von Lourdes. Das Französisch war für sie eine Fremdsprache. Ohne Katechismus keine Erstkommunion, da gab es keine Ausnahme, schon gar nicht für das Kind armer Leute. Dann reichte es nur mehr für ein Zimmer, und auch da musste sie gehen, als das Geld für die Miete fehlte. Die Soubirous standen kurz vor dem Wintereinbruch auf der Straße. Niemand wollte diese Familie haben. Der einzige, der Mitleid zeigte, war der Steinmetz André Sayous, ein Vetter von Louis. Am Fuß der Burg gehörte ihm ein trostloser, düsterer Raum, knapp 4x3 Meter groß,
Zu Recht sprachen alle nur vom Kascho, dem Loch. Und es war es auch. Ein scheußliches Loch, feucht, muffig und dunkel. Tageslicht drang kaum hinein. Der Putz bröckelte von den Wänden. Früher einmal war es das Stadtgefängnis, weshalb die beiden kleinen Fenster immer noch vergittert waren, aber die Behörden hatten ein neues gebaut. Spanische Gastarbeiter hatten dort eine Zeit lang gehaust, aber auch denen war es dort so ungemütlich. Schon lange stand der Raum leer und die Zustände hatten sich dadurch nicht verbessert, ganz im Gegenteil. François und seine Familie hatten keine andere Wahl. Aber keiner beklagte sich. Sie standen wenigstens nicht mehr auf der Straße und die Familie war zusammen. Sayot erzählte, wie er sie regelmäßig beten hörte. Besonders aber beeindruckte ihn der liebevolle Umgang untereinander. Nie gab es Streit oder böse Worte. Am 27. März 1857 wurde François des Diebstahls von 2 Säcken Mehl beschuldigt und 9 Tage in Haft gehalten. Schließlich wurde der wahre Dieb gefasst. Der Bäcker wurde gefragt, warum er François verdächtigt habe, und er antwortete nur: Der ist doch so arm, da muss man einfach stehlen. Die Unschuld meines Vaters hatte sich erwiesen, aber der Schaden war nicht wieder gut zu machen. Er war im Gefängnis gesessen. Unsere Familie war gebrandmarkt. Wir waren nicht nur finanziell, sondern auch sozial ganz unten angelangt. Und es gab keinerlei Anzeichen, dass sich die Umstände zum Besseren wenden könnten. In der Einsamkeit von Batres im Winter 1857 bis 1858. Wieder stand ein Winter im Haus und François machte sich große Sorgen um Bernadettes Gesundheit. Marie, Bernadettes ehemalige Amme, besaß einen großen Hof. Sie willigte ein, Bernadette bei sich aufzunehmen und zu pflegen. Dadurch hätte François einen hungrigen Mund weniger zu füttern. Bernadette half dafür im Haushalt. Sie half auch bei der Pflege der Kinder. Sie sollte auch Zeit haben, zum Katechismusunterricht zu gehen. Der Pfarrer von Batres erteilte zudem seinen Unterricht im Dialekt des Umlandes, für Bernadette ein Glücksfall. So willigte Bernadette ein, obwohl die Trennung von der Familie schmerzhaft war. Bernadettes Aufgabe war es auch die Versorgung der Tiere, und die nahmen keine Rücksicht auf den Unterricht am Donnerstagabend. Häufig kam sie zu spät oder schaffte es gar nicht. Marie hatte versprochen, diese Aufgabe zu übernehmen, aber sie hatte keine Geduld. Sie schalt häufig mit Bernadette über deren Mangel an Bildung und die Unfähigkeit, die fremden französischen Worte des Katechismus zu verstehen. Gereizt warf sie ihr vor: Du bist zu dumm, du wirst nie die heilige Kommunion empfangen können. Du bist nicht einmal das Brot wert, was du uns kostest. Damit war für sie der Unterricht beendet und für Bernadette stand fest, nach Lourdes zurückzukehren, selbst um den Preis, dass dort ihre Ernährung nicht gesichert und sie in das kalte, ungesunde Cachot zurück musste. Dafür war da ihre Familie, und sie würde zum Pfarrer gehen und ihm bitten, sie auf die Erstkommunion vorzubereiten. Ende Januar 1858 kehrte sie nach einem Besuch bei ihrer Familie nicht mehr nach Batres zurück. Einige Tage später saß sie in der Armenschule der Schwestern von Nevers zwischen 7- und 8-jährigen Mädchen und begann gleichzeitig mit der Vorbereitung auf die Erstkommunion. Zeugnis des Wortes. Die 18 Erscheinungen vom 11. Februar bis 16. Juli 1858. Die erste Erscheinung. Die Begegnung am 11. Februar.
Der 11. Februar war ein kalter und nebliger Wintermorgen. Bernadettes Schwester Toinette und ihre Freundin machten sich auf, um am Garf Holz zu sammeln, und auch Bernadette wollte mithelfen. Die Mutter war dagegen, Bernadette war zu schwach. Schließlich gab sie Bernadettes Betteln nach, denn sie brauchten auch das Geld, das sie mit dem Verkauf des Holzes bekommen würden, um wenigstens etwas Brot für den gröbsten Hunger zu kaufen. Drüben, wo der Kanal in den Garf mündete, wurde häufig Holz oder Knochen angeschwemmt. Selten kam jemand dorthin nach Massapiel, der alte Felsen. Es war ein verrufener Ort, düster, weil nie die Sonne in diese Höhle hineinschien. Die Bewohner von Lourdes nannten sie Schweinehöhle, oder wenn sie jemand sagen wollten, dass er ein schlechter Mensch sei und schlechte Manieren habe, dann warfen sie ihm vor, er sei wohl in Massapiel erzogen worden. Bernadette hatte diesen Vorwurf öfters anhören müssen. Ich blieb bei der Grotte zurück und fing an, Schuhe und Strümpfe auszuziehen. Kaum hatte ich den ersten Strumpf ausgezogen, da hörte ich ein Geräusch wie einen Windstoß. Nun drehte ich den Kopf gegen die Wiese hin. Ich sah, dass sich die Bäume überhaupt nicht bewegten. Ich hob den Kopf und sah zur Grotte. Ich bemerkte eine weiß gekleidete Dame. Sie trug ein weißes Kleid, einen blauen Gürtel und eine gelbe Rose in der Farbe der Kette ihres Rosenkranzes auf jedem Fuß. Die Perlen ihres Rosenkranzes waren ganz weiß. Die Dame gab mir ein Zeichen, näher zu kommen. Aber ich war ergriffen. Ich traute mich nicht. Ich glaubte, mich zu täuschen. Ich rieb mir die Augen, aber vergebens. Ich schaute erneut hin und ich sah immer noch dieselbe Dame. Da fasste ich mit der Hand in meine Tasche, um meinen Rosenkranz zu holen. Die Dame nahm den Rosenkranz, den sie zwischen ihren Händen hielt, und sie machte das Kreuzzeichen. Meine Hand zitterte. Meine Angst begann sich aber zu legen. Von neuem ergriff ich meinen Rosenkranz. Ich versuchte, auch meinerseits das Kreuzzeichen zu machen, und ich konnte es. Und sobald ich es gemacht hatte, war ich ganz ruhig. Ich kniete nieder und ließ den Rosenkranz durch die Finger gleiten, wobei ich immer diese schöne Dame vor Augen hatte. Die Erscheinung ließ die Perlen ihres Rosenkranzes durch die Finger gleiten, aber sie bewegte nicht die Lippen. Als ich meinen Rosenkranz beendet hatte, da verschwand die Erscheinung plötzlich. Bernadette war verwirrt und fasziniert zugleich, und als die beiden Mädchen zurückkamen, bedrängten sie sie mit Fragen. Noch ganz durcheinander erzählten sie den beiden, wie die Aquero, das ist ein Dialektausdruck, sie angesehen und angelächelt hatte. Sie erinnerte sie an die Holzstatue der heiligen Jungfrau in der Kirche, aber Aquero war viel schöner. Bernadette bat Toinette und Balloum, niemanden etwas zu sagen. Doch bald wusste jeder in Lourdes, dass bei den Suppehus wieder etwas los war. War Bernadette verrückt geworden? Oder war doch etwas dran? Bernadette war verstört und so beschloss sie, zu Beaumieux, einen sanften und zurückhaltenden Priester, zu gehen. Er wurde ihr erster geistlicher Begleiter. Er war es auch, der ihr riet, auf die Stimme ihres Gewissens zu hören und ihr zu folgen, selbst gegen den Druck und Erschwernisse von außen. Es waren die ersten Tage der Fastenzeit, als Bernadette zum dritten Mal zur Grotte wollte. Als Aquero erschien, bat Bernadette sie, ihren Namen und ihre Wünsche auf ein mitgebrachtes Papier zu schreiben. Die Dame lächelte nur. »Das ist nicht nötig. Was ich Ihnen zu sagen habe, braucht nicht aufgeschrieben zu werden.« Die Dame sprach in dem Bernadettes vertrauten Dialekt von Lourdes. Was hätte es Bernadette genützt, etwas aufzuschreiben? Sie konnte noch nicht lesen. Zudem brauchte sie das, was die Dame zu sagen hatte, nicht aufschreiben. Sie brauchte keine neuen Botschaften. Alles, was sie sagte,
war bereits aufgeschrieben in der Heiligen Schrift. Es war das erste Mal, dass jemand das Mädchen mit dem respektvollen Sie angeredet hat. Das hatte bisher noch niemand zu ihr oder einem aus ihrer Familie gesagt. Sie kannte eher Worte wie Petite Méduse, du kleiner Dreckspatz, oder noch viel schlimmere Wörter. Allenfalls brachte man ihr Mitleid entgegen. Aquero war anders. Sie sah mich an wie ein Mensch, der mit einem anderen redet, und sie richtete eine Bitte an mich. Würden Sie die Güte haben, 14 Tage hierher zu kommen? Trotz der zu erwarteten Schwierigkeiten folgte ich meiner inneren Stimme, so wie mir Abbé Pommier geraten hatte. Die andere Welt ist wohl der am meisten diskutierte und missverstandene Satz dieser Botschaft von Lourdes. Die andere Welt ist die Welt Gottes, die Jesus in seiner Botschaft vom Reich Gottes verkündete und die bereits existiert. Es ist nicht die Welt des Reichtums, der materiellen Werte, der gesellschaftlichen Positionen und Machtverhältnisse, eben nicht die Welt, von der Menschen wie Bernadette als minderwertig abgestempelt und ausgeschlossen waren. In der Begegnung mit Maria zeigte sich für Bernadette bereits diese andere Welt, in der sie sich geliebt und angenommen fühlte, ein Glück, das sie sich ungeachtet der äußeren Umstände lebenslang bewahren konnte. So ging Bernadette von nun an jeden Tag zur Grotte, ständig begleiteten sie mehr Menschen, Schaulustige, Neugierige, aber auch zunehmend Gläubige. Die Grotte wurde zu einem Ort des Gebets, und sie ist es auch bis heute geblieben. Die Zuschauer waren beeindruckt über die Verwandlung, die mit Bernadette einherging. Hinweis auf das Glück in der anderen Welt. Wenn die Dame erscheint, ist mir, als wäre ich nicht mehr auf dieser Welt, und ich bin ganz erstaunt, mich in ihr wiederzufinden, wenn sie verschwindet. Die Zuschauer wussten nicht, was Bernadette sah, aber sie spürten, dass sie etwas sah. Am Morgen des 25. Februar waren mehrere hundert Menschen versammelt, als Bernadette etwas Seltsames tat, was die Zuschauer irritierte. War sie doch verrückt? Nach dem Gebet kniete sich Bernadette hin, scharrte am Boden und schmierte sich Schlamm ins Gesicht. Was soll das bedeuten? Was war geschehen, dass sie sich so erniedrigte und lächerlich machte? Die Dame sagte mir, ich solle zur Quelle gehen und mich dort waschen. Die Dame machte mir mit dem Finger ein Zeichen, unter den Fels zu gehen. Ich bemerkte ein bisschen Wasser, das wie Schlamm aussah. Ich fing an zu kratzen. Dann konnte ich davon nehmen. Dreimal habe ich es weggeschüttet, so schmutzig war das Wasser. Beim vierten Mal konnte ich davon trinken. Und sie veranlasste mich auch, Gras zu essen, das an der gleichen Stelle stand, dort, wo ich getrunken hatte. Ein einziges Mal nur. Warum, weiß ich nicht. Bernadette gehorchte, weil sie Aquero vollkommen vertraute. Auch um den Preis, bei den Zuschauern an Ansehen zu verlieren und für verrückt gehalten zu werden. Die Zuschauer verstanden noch nicht, dass Bernadette es für die Sünder tat. Unter all dem Geröll und Schlamm legte Bernadette mit ihren bloßen Händen eine Quelle frei. Und das Wasser floss immer stärker. Schon ein paar Tage später ereigneten sich die ersten Heilungen. Die Kunde von den Heilungen verbreitete sich rasch und sorgte für neue Ströme von Menschen zur Grotte ihrer Wunderquelle, wie sie genannt wird. Bernadette spürte die Gefahr des Missbrauchs. Sie klagte besorgt. »Nicht das Wasser heilt, sondern Gott. Man nimmt das Wasser wie ein Medikament. Das ist falsch. Man muss glauben und man muss beten. Dieses Wasser hat ohne Glauben keine Wirkung. Dein Wille geschehe.
Die Zeitungen warfen Bernadette Geltungssucht vor. Andere meinten, sie wollte sich nur bereichern. Ein Vorwurf, der nicht falscher hätte sein können. Niemals hätte Bernadette auch nur die geringste Geldsumme oder Geschenke für sich oder ihre Familie akzeptiert. Erste Stimmen werden laut, dass es die Mutter Gottes war, die Bernadette sah, wogegen sich diese vehement wehrte. Sie wusste nur, dass das, was sie sah, nichts Böses sein konnte, so schön wie Aquero war und vor allem wegen des gemeinsamen Gebetes. Die Behörden waren aufmerksam geworden. Polizeikommissar Jacomet wollte die Fantasien des verrückten Kindes ein für allemal abstellen. Am Sonntagabend nach dem Gottesdienst ließ er Bernadette von einem Polizisten vorführen. Es war der 21. Februar. Sogar die größte Zeitung von Lourdes schrieb schon, dass sie die heilige Jungfrau sah. Nachdem der Kommissar einige Zeilen aufgeschrieben hatte, wie ich es gesagt hatte, schrieb er andere Sachen, die mir fremd waren. Dann sagte er mir, er würde nun noch einmal alles vorlesen, um zu sehen, ob er sich geirrt habe. Ich hörte aufmerksam zu. Aber kaum hatte er ein paar Zeilen gelesen, da gab es Fehler. Ich erwiderte lebhaft, »Monsieur, das habe ich nicht gesagt.« Da wurde er wütend und behauptete, ich hätte es doch gesagt. Und ich wiederholte immer, ich hätte es nicht gesagt. Es war immer das Gleiche, immer die gleiche Wiederholung. Eine Stunde lang oder eineinhalb Stunden, ich weiß es nicht, wie lange ich dort geblieben bin. Weitere Verhöre folgten. Vor dem Kommissar, dem Bürgermeister, dem Staatsanwalt, dem Untersuchungsrichter. Alle versuchten, Bernadette in Widersprüche zu verwickeln oder ihr eigennützige Ziele zu unterstellen. Ärzte untersuchten sie auf ihren geistigen Zustand, ob eine Einweisung in eine Anstalt angebracht sei. Sie fanden nichts, das geringste Anzeichen psychischer Auffälligkeiten, dafür aber ein Mädchen, das mutig und ehrlich für ihre Überzeugung eintrat. Später darauf angesprochen, woher sie die Stärke hatte, jedem Druck von außen zu widerstehen, sagte sie: In den 14 Tagen hatte mir Aquero drei Geheimnisse und ein Gebet anvertraut, die nur für mich bestimmt waren. Selbst dem Papst könnte ich sie nicht erzählen. Die Geheimnisse, das ist meine Sache. Sie wissen anscheinend nicht, was ein Geheimnis ist. Es gab in mir etwas, das mich alles überwinden ließ. Von allen Seiten hat man mich angegriffen. Aber es hat mir nichts ausgemacht. Ich hatte keine Angst. Bernadette hatte großen Respekt vor den staatlichen Behörden. Aber sie ließ sich nicht einschüchtern. Sie machte keinerlei Zugeständnisse, was ihre Aussagen betraf. Da ging es um die Wahrheit. Der beste Beweis für die Erscheinungen ist Bernadette, bekräftigte ihr Beichtvater. Es war gerade Fastenzeit, die Zeit, in der sich die Menschen durch Gebet und Buße auf das kommende Osterfest vorbereiten sollten. Obwohl die Priester, allen voran Pfarrer Pyramal, äußerst misstrauisch und abweisend den Ereignissen an der Grotte gegenüberstanden, stellten sie doch beeindruckende Veränderungen in der Pfarrei fest. Mehr als sonst kamen zu den Gottesdiensten. Noch nie waren so viele zum Beichten gekommen. Der Umgang miteinander, die wachsende Sorge für die Armen, die Spenden. Der Pfarrer war beeindruckt über den Wandel in seiner Gemeinde. Und das Mädchen? Sie tat nichts, um sich oder ihre Familie zu bereichern. Im Gegenteil. Sie handelte sich nur Ärger ein und stand unter massivem Druck. Dann erteilte Aquero Bernadette einen Auftrag, der über die Begegnung der beiden hinausweist. Ich suchte den Herrn Pfarrer auf, um ihm zu sagen, die Dame hätte mir aufgetragen, zu den Priestern zu gehen und zu sagen, sie sollten dort eine Kapelle bauen lassen. Einen Augenblick lang schaute er mich an. Dann sagte er in einem nicht sehr freundlichen Ton, »Was ist das für eine Dame?« Ich sagte ihm, ich wisse es nicht. Da trug er mir auf, sie nach ihrem Namen zu fragen und dann zurückzukommen und ihn ihm zu sagen.
Tags darauf, nachdem ich in der Grotte angekommen war und nachdem ich meinen Rosenkranz gebetet hatte, fragte ich sie im Auftrag des Pfarrers nach ihrem Namen. Aber sie lächelte nur. Zurückgekehrt ging ich zum Pfarrer und sagte ihm, ich hätte den Auftrag ausgeführt, aber sie hätte keine andere Antwort gegeben als ein Lächeln. Bernadette sollte den Priestern diesen Auftrag überbringen, einen Auftrag, der von ihr mehr Mut verlangte, als sie bisher schon gezeigt hatte, denn der Pfarrer war die Autorität schlechthin. Er stand noch weit über den staatlichen Behörden. Sogar der Pfarrer von Lourdes war beeindruckt von der Stärke, die von diesem Mädchen ausging. Gleichwohl, wozu noch eine Kapelle? Es gab schon genug davon und Wallfahrten ebenso. Betaram war eine davon. Die Gläubigen von Lourdes suchten häufig den kleinen Ort auf, der nur 15 Kilometer von Lourdes entfernt war. Erst am 25. März, dem Fest der Verkündigung an Maria, sagte die Dame ihren Namen. Ich habe sie dreimal hintereinander gefragt. Sie lächelte immer. Schließlich getraute ich mich ein viertes Mal. Sie hielt ihre Arme ausgestreckt nach unten. Sie hob die Augen, blickte zum Himmel und während sie die Hände in Höhe der Brust faltete, sagte sie zu mir, sie sei die unbefleckte Empfängnis. Das waren die letzten Worte, die sie an mich richtete. Akero hat gesagt, sie ist die unbefleckte Empfängnis. Ich verstand die Bedeutung des Namens nicht. In Sorge, die Worte zu vergessen oder zu verdrehen, wiederholte ich sie ständig und lief so schnell ich konnte zum Pfarrhaus. Anders als Bernadette verstand der Pfarrer die Bedeutung der Worte sehr wohl. Vor nur ein paar Jahren, am 8. Dezember 1854, hatte Papst Pius IX. Das Dogma der unbefleckten Empfängnis Mariens verkündet. Eine Selbstoffenbarung Marias. Dem Pfarrer war klar, dass Bernadette die Wahrheit gesagt hatte und dass die, die ihr in der Grotte erschienen war, keine andere als die Gottesmutter selbst war. Jetzt glaubte er Bernadette und wurde fortan ihr Beschützer und bis zum Tod ein zuverlässiger Ratgeber. Wenn sich Maria den Menschen als unbefleckte Empfängnis vorstellt, zeigt sie, dass sie ganz auf der Seite der Menschen ist. Ein Mensch, den Gott zur Vollendung führen konnte, weil sie ihm vertraute und sich seiner Liebe öffnete. Bernadettes größter Wunsch, der Empfang der ersten heiligen Kommunion am 3. Juni. Am Fronleichnamstag sollte Bernadettes größter Wunsch in Erfüllung gehen. In der kleinen Kapelle des Hospizes der Schwestern, wo sich heute das städtische Krankenhaus befindet, durfte sie erstmals die heilige Kommunion empfangen. Pfarrer Pyramal hatte sie zum Empfang der Erstkommunion zugelassen, obwohl Bernadette ihren Katechismus immer noch nicht konnte. Bernadette hat ihren Religionsunterricht an der Grotte absolviert. Sie legte eine innere Sammlung und eine Aufmerksamkeit an den Tag, die nichts zu wünschen übrig ließen. Sie schien von der heiligen Handlung tief durchdrungen, die sie vollzog. Alles entwickelte sich in ihr auf erstaunliche Weise. Sie weiß nichts, doch sie versteht alles. Vom Bischof Laurence erhielt sie die Erlaubnis, zweimal pro Woche zu kommunizieren. Es war die einzige Bevorzugung, die sie je angenommen hatte. Später wurde ich gefragt, was denn schöner gewesen sei: die Erscheinungen in der Grotte oder der Empfang der Erstkommunion. Das sind zwei Dinge, die zusammengehören, die man aber nicht miteinander vergleichen kann. Ich war beide Male sehr glücklich. Trotz des polizeilichen Verbots ging Bernadette am Spätnachmittag des 16. Juli, dem Fest unserer lieben Frau vom Berg Karmel, hinunter zur Grotte. Wegen der Absperrung ging sie nicht direkt zur Grotte, sondern auf die Wiese am anderen Ufer des Flusses Garf. Der räumliche Abstand spielte keine Rolle.
Wir waren uns näher als je zuvor. Worte waren nicht mehr nötig. Ich sah weder die Bretter noch die Garf. Mir schien, ich sei an der Grotte ohne größere Entfernung als früher. Ich sah nur die heilige Jungfrau. Und sie war schöner denn je. Der zuständige Bischof der Diözese von Tarbes war von der Persönlichkeit des Mädchens beeindruckt. Ihre Berichte waren so klar und verständlich, frei von jeder Selbstdarstellung. Aus persönlicher Überzeugung konnte Bischof Florence nur 4 Jahre nach dem Erscheinen verkünden: Wir sind der Meinung, dass die unbefleckte Jungfrau Maria, die Mutter Gottes, Bernadette wirklich erschienen ist. Bernadette hatte ihren Auftrag erfüllt. Ob die Botschaft angenommen wurde, lag nicht in ihrer Macht. Niemals hätte ich sagen können, dass ich sie weder gesehen noch gehört hätte. Ich verpflichte sie nicht, mir zu glauben. Aber ich kann nur wiederholen, was ich gesehen und gehört habe. Ich bin beauftragt, es ihnen zu sagen. Ich bin nicht beauftragt, sie zum Glauben zu zwingen. Nach dem Zeugnis durch ihr Wort war sie nun aufgefordert, die Botschaft der Erscheinungen durch das Zeugnis ihres Lebens zu verkünden. Äußerlich hatte sich Bernadettes Lebensumstände nicht viel geändert. Die Familie lebte immer noch in der Armut des Cachot. Doch jetzt wollten viele Bernadette sehen, mit ihr sprechen, sie von den Erscheinungen erzählen hören, sie berühren oder ein Andenken von ihr haben. Sie sollte es ja nicht umsonst machen. Geld, Geschenke, die Angebote waren durchaus verlockend. Bernadette blieb unerbittlich, auch gegenüber ihrer Familie. Niemand sollte ihnen vorwerfen, aus den Ereignissen an der Grotte Vorteil zu erzielen. Und warum sollte ich die Rosenkränze, Medaillen und Heiligenbilder segnen? Dazu bin ich nicht berechtigt, das ist Sache der Priester. Ich kann nicht mehr für sie tun, ich kann nur beten. Um dem Bedürfnis der stetig mehr werdenden Besucher nachzukommen, ließ sich Bernadette überreden, Fotos zu machen. Die erste, später heilig gesprochene, von der authentische Bilder existieren. Die damals noch sehr langwierigen Fotositzungen waren für sie eine Qual, doch sie tat es für einen guten Zweck. Der Erlös der Bildchen kam dem Bau der Kirchen und der Gestaltung des Grottenbereichs zugute. Auf Veranlassung vom Pfarrer und Bürgermeister konnte die Familie Soubirous am 15. Juli 1860 in die Mühle Lecaire umziehen. Schon im Juli hatte Pfarrer Pyramal darauf bestanden, Bernadette als bedürftige Arme ständig im Hospiz von Lourdes unterzubringen, um sie vor den dauernden Besuchern und Neugierigen zu schützen und ihr die nötige Ruhe zu verschaffen. Die Schwestern der Nächstenliebe und des christlichen Unterrichts waren allen bekannt als Schwestern von Nivers. Nach ihrem Mutterhaus im burgundischen Nivers gegründet, um die Not der Bevölkerung durch tätige Nächstenliebe zu lindern und nach den Richtlinien des heiligen Benedikt bete und arbeite zu leben. In Lourdes kümmerten sich 6 bis 8 Schwestern um die Ärmsten. Während der Zeit im Hospiz konnte Bernadette erstmals ohne die täglichen Sorgen unbeschwert zur Schule gehen und auch Französisch lernen. Sie hatte eine rasche Auffassungsgabe und konnte ihre Defizite bald aufholen. Schon im Jahre 1861 konnte sie eigenhändig ihren ersten Bericht über die Erscheinung schreiben und Briefe verfassen. Über 100 schrieb sie im Laufe ihres kurzen Lebens. Trotz verbesserter Lebensumstände verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand Ende April 1862 so gravierend, dass sie erstmals die Krankensalbung empfing. Man sprach damals noch von der letzten Ölung, da das Sakrament erst kurz vor dem Tod gespendet wurde. Aber Bernadette überlebte und kam wieder zu Kräften. Was wollte sie mit ihrem weiteren Leben anfangen? Sie hatte die gleichen Fragen und Träume wie andere Mädchen ihres Alters, suchte nach einem Beruf, der ihr ein Auskommen sichern würde. Es stand nicht, wie viele meinen, von Anfang an fest,
dass sie Ordensfrau werden würde. Sie hatte einen Heiratsantrag von Raoul, einem Medizinstudenten. Sie hätte ihn können annehmen. Oder ihren Lebensunterhalt als Schneiderin verdienen können, was sie bei den Schwestern gelernt hatte. Sie war durchaus vorbereitet auf ein Leben außerhalb der Klostermauern. Langsam reifte der Wunsch, ein Leben im Kloster zu führen. Die Frage war nur, in welchem? Sie hatte eine schwache körperliche Konstitution. Damit fielen schon einige Orden weg, wie die Karmeliten oder die Trappisten. Weitere Gemeinschaften kamen auch nicht in Frage, weil sie keine Mitgift einbringen konnte. Andere wollten sie nicht haben, wegen ihrer Bekanntheit als Seherin. Sie fürchteten, die Ruhe im Ordensleben würde gestört oder die Mitschwestern würden sie nicht akzeptieren. Nach langen Überlegungen bat Bernadette um die Aufnahme in das Postulat der Schwestern von Nevers. Eigenhändig schrieb sie Mutter Generaloberin: Ich will bei Ihnen eintreten, weil Sie sich um die Armen kümmern. Und ich liebe die Armen. Ich will bei Ihnen eintreten, weil ich mich hier wohlfühle. Ich will bei Ihnen eintreten, weil Sie mich nie dazu gezwungen haben. Es kam der schwere Abschied, das größte Opfer ihres Lebens, wie Bernadette selber sagte. Zunächst von ihrer Familie, dann von ihrer geliebten Krotte. Aber sie hatte eine Aufgabe zu erfüllen, solange sie lebte, den Dienst für die Armen und Kranken im Zeugnis ihres Lebens und Gebet für die Sünder. Ein letztes Mal ging sie hinunter nach Massapielle, ihren Himmel, wie sie es nannte. Ein Teil von ihr würde hier zurückbleiben. Im Geiste gehe ich immer wieder dorthin. Wenn Sie zur Grotte kommen, bitte ich Sie, so gut zu sein, ein paar Gebete für mich darzubringen. Wenn Sie in die Grotte gehen, werden Sie mich dort im Geist wiederfinden, denn ich bin an den Fuß dieses Felsens gebunden, den ich so sehr liebe. So bestieg Bernadette am 4. Juli 1866 zum ersten und auch zum letzten Mal die Eisenbahn, die seit kurzem nach Lourdes führte, um dann mit zwei weiteren Postulantinnen ins burgundische Nevers zu reisen. 4 Tage waren sie unterwegs, bis sie schließlich im Kloster, im Mutterhaus des Ordens, ankamen. Bernadette Nevers, Gott ist die Liebe, 1866 bis 1879. In Nevers wollte sich Bernadette in der Stille und dem geregelten Alltag des klösterlichen Lebens ganz dem Dienst an den Kranken widmen. Auf Anweisung der Generaloberin sollte sie gleich nach ihrer Ankunft den Mitschwestern von den Erscheinungen in Lourdes erzählen und dann darüber endgültig schweigen und sich mit den anderen 43 Novizinnen auf das Leben als Ordensfrau vorbereiten. Am 29. Juli erhielt sie mit den anderen das Ordenskleid und den Namen Schwester Marie Bernard nach ihrem Namenspatron, dem heiligen Bernhard von Clairvaux. Ich verehre meinen Namenspatron, doch ich eifere ihm nicht nach. Ich bete wohl zu ihm, dem heiligen Bernhard, aber ich ahme ihn kaum nach. Der heilige Bernhard liebte das Leiden. Aber ich meide es, so gut ich nur kann. Sie suchte das Leid nicht, wenn es auch in ihrem Leben beinahe ständig Realität war. Wie Jesus am Ölberg betete Bernadette um Kraft, das Leiden zu ertragen, das ihr auferlegt war. Häufig ging Bernadette in den Garten zur Statue unserer lieben Frau von den Wassern, um dort den Rosenkranz zu beten. Die Darstellung der Gottesmutter mit den geöffneten Händen erinnerte sie an Maria, wie sie ihr erschienen war. Ich habe der heiligen Jungfrau als Besenstiel gedient. Als sie mich nicht mehr brauchte, hat sie mich wieder an meinen Platz hinter die Tür gestellt. Ich bin sehr glücklich. Dort bin ich und dort bleibe ich. Bernadette strahlte das aus, was der heilige Benedikt, aus dessen Orden die Schwestern von Nevers hervorgegangen waren, als höchste Tugend bezeichnete, die Demut.
Es ist eine Demut, die nichts mit Unterwürfigkeit oder Erniedrigung zu tun hat. Das lateinische Wort für Demut, humilitas, verdeutlicht das in seiner ursprünglichen Bedeutung. Humilis, dem Erdboden verhaftet. Gott verlangt nicht nach großen Taten, er kann auch das Kleine groß machen, wenn es aus Liebe getan wird. Es genügt zu lieben. Eine theologische Erkenntnis, die Bernadette nicht nur von Herzen verstanden, sondern mit ganzer Hingabe gelebt hat. Schon während ihrer Noviatszeit am 14. August musste Bernadette auf die Krankenstation. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich so sehr, dass sie am 25. Oktober erneut die Krankensalbung empfing. Wider Erwarten erholte sie sich und konnte ihr Noviziat wieder aufnehmen. Dann traf sie ein weiterer schwerer Schicksalsschlag. Am 8. Dezember 1866 starb ihre Mutter Luise. Gerade 40 Jahre alt, ausgezehrt von den neuen Schwangerschaften und den langen Zeiten extremer Armut. Als Bernadette die Todesnachricht erhielt, war sie zutiefst erschüttert. In einem Brief an ihren ehemaligen Beichtvater Pommier am 2. Januar 1867 schrieb sie: Ich hätte nie geglaubt, dass ein solch schwerer Schlag mein Herz so früh treffen könnte. Ich kann Ihnen den Schmerz nicht beschreiben, den ich fühlte, als ich so plötzlich vom Tod meiner Mutter hörte. Es gelang mir, dieses schmerzliche Opfer dem lieben Gott und seiner heiligen Mutter anzubeten, und ich kniete vor dem Altar nieder, um für die Ruhe ihrer Seele und um Beistand für meine übrige Familie zu bitten. Hier war es auch, dass ich unseren göttlichen Herrn gebeten habe, mir die notwendige Kraft zu geben, dieses Kreuz, das er mir auferlegt hatte, mutig zu tragen. Das Noviziat war im 19. Jahrhundert eine harte Zeit und oft wurde Bernadette härter als die anderen behandelt, um nicht den geringsten Verdacht einer Sonderstellung aufkommen zu lassen. Das Noviziat in diesem Kloster war nicht härter als das in anderen Klöstern. Nur, Bernadette war keine typische Novizin. Sie kam aus der harten Realität der Armut. Die meisten Novizinnen waren sehr jung und kamen aus gut behüteten Elternhäusern. Sie hatten nicht die Lebenserfahrung wie Bernadette. Dazu war die Spiritualität der Novizenmeisterin Mutter Therese stark geprägt von einer bedrohlich strengen Gottesvorstellung mit Opfer und absoluter Hingabe unter seinem Willen. Die Novizenmeisterin verstand nicht, warum Maria ein unwissendes und nach ihrer Meinung charakterlich ungeeignetes Mädchen erwählt hatte und nicht sie, die gebildete, nach klösterlicher Vollkommenheit strebende Ordensfrau. Ebenso kindlich war nach Schwester Thereses Ansicht Bernadettes Gottesvorstellung eines guten Vaters, der seine Kinder nie im Stich lässt. Vor diesem Gott brauchte niemand Angst zu haben, denn er liebte die Menschen und rief sie in seine Gemeinschaft. Das hatte sie bei den Erscheinungen durch Maria erfahren dürfen, und das galt für Bernadette mit absoluter Gewissheit für jeden Menschen an jedem Ort der Welt, also auch im Kloster von Nivea. Von dieser Sicherheit war ihr Leben getragen. Die Novizenmeisterin betrachtete dies als Hochmut und sah es als ihre Aufgabe an, Bernadettes Willen zu brechen. Trotzdem war Bernadette glücklich, fühlte sich sogar verwöhnt und klagte nie. Sowohl der Oberin als auch ihrer Novizenmeisterin war sie eng verbunden, wie sie in einem Brief an ihre Schwester Toinette nach dem Tod ihres Vaters schrieb. Ich bin über die Liebe und Güte unserer Mutter Generaloberin sehr gerührt, die heute eine Messe für unseren armen Vater lesen ließ. Und die ganze Gemeinschaft betete für ihn und für die Familie. Sicher war sie für die damaligen Vorstellungen einer Ordensfrau zu lebhaft und spontan. Sie konnte sich nicht vorstellen oder anderen schmeicheln. Sie wollte an sich arbeiten und bedauerte:
Ich finde, dass man über die Fehler der Heiligen sprechen sollte und über die Mittel, die sie angewandt haben, um sich zu bessern. So würden wir lernen, wie man es machen muss. Aber man spricht nur von ihren Offenbarungen oder von den Wundern, die sie gewirkt haben. Das nützt nichts. Meine liebe Mutter Oberin, ich möchte Sie um Verzeihung für alle Mühe bitten, die ich Ihnen gemacht habe, und für alle meine Verfehlungen der klösterlichen Regeln. Und bei meinen lieben Mitschwestern für das schlechte Beispiel, das ich Ihnen gegeben habe, vor allem durch meinen Hochmut. In ihrem geistlichen Tagebuch schrieb sie über ihre Vorstellung einer guten Ordensfrau. Eine gute Ordensfrau sollte Gott bitten um mehr Demut als Erniedrigungen, mehr Geduld als Leiden, mehr Willen als gute Werke, mehr Liebe als Taten, mehr Hingabe als Befehle, mehr Wirken als Worte, mehr Streben nach Heiligkeit als nach Gesundheit, Hingabe ohne Grenzen, Liebe und Treue zu Jesus, meinem Bräutigam bis in den Tod. Auf der anderen Seite zeigte Bernadette unendliche Geduld und Ausdauer im Umgang mit den Kranken, gerade solchen, die andere mieden. Aufgrund ihrer eigenen Krankheit konnte sie sich gut einfühlen und die Kranken waren für sie der leidende Christus. Das war den Schwestern schon im Hospiz von Lourdes aufgefallen, als sie eine alte Trinkerin betreute. Ich pflege die Kranken gerne. Wenn es mir gut geht, darf ich für eine Frau sorgen. Außer mir kümmert sich niemand um sie. Ich werde durchhalten. Die Zeit des Noviziats ging schnell vorbei. Nach den zeitlichen Gelübden bekamen die Novizinnen ihre Aufgaben in den verschiedenen Niederlassungen des Ordens zugeteilt. In den Waisenhäusern, bei der Pflege der Kranken und Mittellosen und alten Menschen. Bernadette freute sich auf diese Arbeit. Die anderen Novizinnen hatten alle schon ihre Aufgaben. Erst nach der Gelübdefeier rief die Oberin Bernadette zu sich. Eine Rückkehr nach Lourdes stand außer Frage, und ihre Bekanntheit machte viele Aufgaben unmöglich. Doch zuallererst war da ihre schwache Gesundheit. Nach Meinung der Oberin und der Novizenmeisterin war sie zu nichts Nütze. Aus Nächstenliebe werden wir sie im Mutterhaus behalten und sie irgendwie in der Krankenstation einsetzen und sei es auch nur zum Putzen und für die Kräutertees. Es war hart, immer wieder hören zu müssen, dass man zu nichts Nützes sei und nur aus Mitleid geduldet war. Dennoch fügte sie sich und widmete sich ohne Bitterkeit oder Groll dort, wo die Oberin sie einsetzte. Sie war in den Orden eingetreten, um den Kranken zu dienen. Und das konnte sie überall, auch in Nivea. Bernadette kam zunächst als Hilfspflegerin auf die Krankenstation des Ordens, wo sie mit Liebe und Hingabe sogar die schwierigsten Patienten versorgte. Es war, als ob sie die Wertschätzung, die sie durch die Gottesmutter an der Grotte erfahren hatte, an den Kranken weitergab. Wenn man einen Kranken pflegt, muss man sich zurückziehen, bevor man Dank erhält. Man ist schon genug durch die Ehre belohnt, ihn pflegen zu dürfen. Bernadette wurde von den kranken Mitschwestern und Ärzten in gleicher Weise geschätzt. Obwohl sie nie eine Ausbildung erhalten hatte, arbeitete sie auf der Krankenstation mit großem Sachverstand und vor allem mit besonderer Zuneigung für die Kranken. Der Krankenhausarzt bestätigte: Als Arzt der Gemeinschaft habe ich diese junge Schwester, deren sehr zarte Gesundheit uns Besorgnis verursachte, lange behandelt. Heute hat sich ihr Zustand verbessert und aus der Kranken ist eine Krankenschwester geworden, welche ihre Aufgaben mit Perfektion meistert. Klein von menschlicher Erscheinung. Sie ist 27 Jahre alt. Von ruhiger, sanfter Natur pflegt sie den Kranken mit viel Intelligenz und ohne irgendetwas von den verabreichten Verschreibungen wegzulassen. Daher erfreut sie sich auch großer Autorität und vollem Vertrauen meinerseits
Und diese junge Schwester ist weit entfernt, verrückt zu sein. Besser gesagt, ihre ruhige und einfachere, sanfte Natur disponiert sie nicht im geringsten dazu, nach jener Seite abzugleiten. Fast 2 Jahre behielt sie die Leitung der Station. Dann wurde Bernadette selbst auf die Krankenstation eingewiesen. Ein halbes Jahr blieb sie und ihr Zustand war so bedrohlich, dass sie ein drittes Mal die Krankensalbung empfing. Bernadette war zutiefst gerührt über die Sorge und Pflege, die sie erfahren durfte. Obwohl es ihr größter Wunsch und ihre Berufung war, Kranke zu pflegen, musste sie immer wieder die Grenzen erfahren, die ihr Körper ihr setzte. Ich würde gerne die Kranken in den Hospizen pflegen, aber ich fürchte, dass meine Gesundheit der Grund ist, warum ich dort nicht hingeschickt werde. Doch ich unterwerfe mich den Willen des guten Gottes, damit er mit mir machen kann, was ihm gefällt. Wenn man sich sagt, dass die Liebe Gottes dies zulässt, dann klagt man nicht. Bernadettes Achtung vor allen Menschen ging so weit, dass sie sogar den Frieden entgegenbringen konnte. In den Jahren 1870-1871 herrschte zwischen Deutschland und Frankreich Krieg. Das Kloster lag in der gefährdeten Belagerungszone. Die Generaloberin hatte ihren Schwestern freigestellt, sich in anderen Ordensniederlassungen in Sicherheit zu bringen. Die meisten der 200 Schwestern hatten Nevers verlassen. Im Kloster selbst wurde ein Lazarett für die Verletzten eingerichtet. Bernadette blieb und nahm ihren Dienst im Krankenhaus weiter wahr. Ihrer besorgten Familie schrieb sie: Ich könnte gut darauf verzichten, die Preußen zu sehen, aber ich fürchte sie nicht. Gott ist überall, auch unter den Preußen. Ich glaube, dass auch die Preußen ihre Arbeit tun. Ich habe keine Angst vor den Preußen. Ich fürchte nur die schlechten Katholiken. Viel konnte für die Kranken und Verwundeten nicht getan werden. Es gab noch keine wirksamen Medikamente gegen Typhus, und angesichts des Mangels an Schmerzmitteln kam auch die Chirurgie sehr bald an ihre Grenzen. Was Bernadette tun konnte, war Beistand zu leisten, die Verwundeten nicht alleine zu lassen und für sie zu beten. Sie lebte in ihrem Umfeld nicht eine Aufteilung in Feind oder Freund, denn das wirkliche Ende des Krieges waren nicht Sieg oder Niederlage, sondern die Versöhnung, deren Voraussetzung die Achtung der Würde jedes Menschen war. Selbst als Kranke war sie nicht untätig. Mit Geschick und großer Sorgfalt fertigte sie kleine Handarbeiten an und sah ihre Hauptaufgabe in Gebet, aus dem sie Kraft schöpfte. Um keinen Augenblick zu leben, ohne zu lieben. Wer liebt, tut alles mühelos. Oder aber er liebt seine Mühsal. Vor allem an den Tagen, an denen ich die Kommunion empfange, erfülle ich diese Pflicht. Ich fühle, dass meine Seele voller Kraft und Vertrauen ist, wenn ich denke, dass nicht mehr ich bete, sondern Jesus in mir betet. Meine Waffen sind das Gebet und das Opfer, und die werde ich bis zu meinem letzten Atemzug bewahren. Erst dann werde ich die Waffe des Opfers niederlegen, doch die Waffe des Gebets wird mir in den Himmel folgen, wo sie noch viel mächtiger sein wird als auf dieser Erde. Zu den gesundheitlichen Problemen kam die Sorge um ihre Familie. Ungeachtet der räumlichen Entfernung fühlte sie sich mit ihr stark verbunden. Jedes Familienmitglied lag ihr am Herzen. Sie wollte wissen, wie sie lebten oder was sie bekümmerte, Freud und Leid, wie das ihrer Schwester Tonette, die innerhalb eines Jahres mehrere Kinder verlor. Sie ersuchte die ganze Familie, für sie zu beten, damit sie in ihrer Trauer nicht verzweifle und genug Kraft für ihr lebendes Kind aufbringen könnte. Die Nachricht vom Tod des Vaters, der am 14. März 1871 im Alter von 64 Jahren gestorben war, stürzte sie in tiefe Trauer und verschlechterte ihre Gesundheit. Was sie tröstete, war das Wissen, dass ihr Vater versehen mit den Sterbesakramenten gestorben war und dass die ganze Klostergemeinschaft für ihn betete.
Ich habe gerade vom Tod meines armen Vaters erfahren. Er ist am Samstag gestorben. Wenn ein Angehöriger stirbt und man nicht dabei ist, ist es ein großer Trost zu wissen, dass man für ihn gebetet hat. Das habe ich am Samstagabend getan. Noch öfter betete sie fortan in der Kapelle des heiligen Josef, der als Patron für einen guten Tod galt. Ihn verehrte sie jetzt als ihren Vater. Mit dem Tod von François war Bernadette Familienoberhaupt. Eine Aufgabe, die sie mit großer Verantwortung wahrnahm. Sie wollte genau über die Vorgänge in der Familie unterrichtet werden und nahm regen Anteil an deren Leben. Über ihre eigenen gesundheitlichen Probleme schrieb sie erst, wenn sie schon wieder vorbei waren. Die Schwere ihrer Kindheit und die Schmerzen, die sie zu erleiden hatte, verschwieg sie so in einem Brief an ihr Patenkind Bernadette. Meine Gesundheit ist nicht schlechter als letztes Jahr. Nur die strenge Kälte dieses Winters hat mich ein bisschen auf die Probe gestellt. Ich atme mit weniger Leichtigkeit. Gleichwohl beruhige dich und meine anderen Verwandten. Ihre Trauer war echt und wurde durch ihren Glauben nicht aufgehoben oder relativiert. Ihr Glaube gab ihr die Kraft, sie auszuhalten. Ihre besondere Sorge galt dem jüngsten Bruder Pierre, dessen Patin sie auch war. Entschlossen griff sie ein, als Tonette Pierre bedrängte, Priester zu werden. Bernadette riet ihm dringend ab, diesen Weg einzuschlagen, ohne sich dafür berufen zu fühlen. Wenn du wirklich glaubst, dass der liebe Gott dich nicht zum frommen Leben berufen hat, rate ich dir dringend, mein lieber Bruder, dich für einen Beruf zu entscheiden. Ich rate dir, dies vor Gott sehr gut zu überlegen. Natürlich möchte ich nicht erzwingen, dass du Priester wirst, um dir eine Stellung zu verschaffen. Nein, dann wäre es mir lieber, wenn du ein Lumpensammler würdest. Ich hoffe, dass du verstehst, dass es meine echte Sorge um dich ist, die mich so sprechen lässt. Dein Wille geschehe. Die Hingabe an Gottes Willen musste Bernadette angesichts ihrer Krankheiten immer wieder neu vollziehen. Auch sie fühlte sich mutlos, Schmerz und Verzweiflung blieben ihr nicht erspart. Doch ihr Glaube half ihr, ihre Gebrechlichkeit anzunehmen. Sie lernte zu akzeptieren, dass ihr Körper sie im Stich ließ, dass sie nicht so stark war wie ihre Mitschwestern und schließlich, dass sich ihr Zustand nicht mehr verbesserte, sondern sie immer mehr auf Hilfe angewiesen war. Ihre Sorgen, Fragen, Gebete und kleinen Meditationen schrieb sie seit 1873 in einer Art geistlichem Tagebuch auf. Ich muss die Demütigung erdulden, getragen zu werden. Aber unsere Schwestern tun dies so bereitwillig, dass dieses Opfer wirklich weniger groß ist. Ich werde wie ein kleines Baby gepflegt. Ich bin richtig durcheinander wegen all der Aufmerksamkeiten, die die Mutter Generaloberin mir auch erweist. Ganz abgesehen von der guten Pflege durch die Krankenschwester. Alle lieben Schwestern sind gut zu mir. Ich fühle mich vom Schmerz wie ein Weizenkorn, das gemahlen wird. Nie hätte ich gedacht, so leiden zu müssen. Stets versuchte sie, so wenig Aufsehen wie möglich zu machen, trotz der starken Schmerzen, die sie in ihren letzten Lebensjahren ständig erduldete. Nie klagte sie oder überließ sich ihrem Selbstmitleid. Im Gegenteil, sie war es, die andere tröstete, mit ihrer Fröhlichkeit auch ansteckte. Ihr Krankenbett nannte sie ihre weiße Kapelle. Und sie schaffte es, allen in ihrer Umgebung Trost und Zuversicht zu vermitteln. Und nie vergaß sie das Versprechen für das Glück in der anderen Welt, das ihr Maria an der Grotte gegeben hatte. Die heilige Jungfrau hat mich nicht angelogen. Seit Oktober 1875 hatte sich Bernadettes Gesundheit dramatisch verschlechtert. Zunehmend kürzer wurden die Zeiten der Besserung zwischen den schweren Krisen. Schließlich empfing sie ein viertes Mal die Krankensalbung. Als sich im September 1878 ihr Zustand etwas besserte, durfte sie am 22. September mit den anderen Schwestern in der Klosterkapelle ihre ewigen Gelübde ablegen. Immer mehr konzentrierte sich Bernadette auf den Gekreuzigten.
Ihr Weg hatte sie von Maria zu Jesus geführt. Kurz vor ihrem Tod ließ sie alle Andachtsbilder aus ihrem Krankenzimmer entfernen. Sie behielt nur noch das Kreuz, das sie vom Papst Pius IX. Geschenkt bekommen hatte. Als sie es nicht mehr selbst halten konnte, ließ sie es sich auf die Brust legen. Mit meinem Kruzifix bin ich glücklicher als eine Königin auf ihrem Thron. Der gekreuzigte Jesus ist mein Vorbild. Ich muss zielstrebig daran arbeiten, ihm ähnlich zu werden. O Jesus, lass das Kruzifix nicht nur vor meinen Augen, auf meiner Brust, sondern auch in meinem Herzen sein, lebendig in mir. Vom Berg Tabor, dem Berg der österlichen Verklärung, muss man nach Golgotha gehen. Und von Golgotha kehrt man heim mit Jesus zum Berg Tabor. Mein Gott, ich liebe dich mit meinem ganzen Herzen, meiner Seele und mit meiner ganzen Kraft. Am Mittwoch in der Osterwoche, dem 16. April 1879, starb Bernadette nachmittags um 15 Uhr mit nur 35 Jahren. 13 Jahre nach ihrer Ankunft in Nivea und 21 Jahre nach den Erscheinungen in der Grotte von Lourdes. In ihrem kurzen Leben hatte sie sehr viel Leid erdulden müssen. Außerhalb ihres direkten Umfelds wusste kaum jemand von ihren Krankheiten. In ihren Briefen schrieb sie selten darüber und von sich aus kam sie nie auf ihre Leiden zu sprechen. Bernadettes Haltung gegenüber ihrem persönlichen Leiden und ihre bedingungslose Hingabe an den Willen Gottes nach dem Vorbild des gekreuzigten Christus mag manchen heute als nicht mehr zeitgemäß erscheinen. Doch es ist das Ernstnehmen des Vaterunsers mit der Bitte, dein Wille geschehe, verbunden mit der Zuversicht, im Leid getragen zu sein. Der Blick auf das Kreuz bestätigte ihr das, durch das Leid zur Auferstehung. Ihr Leichnam wurde im Kloster aufgebahrt. Die Trauerfeier sollte am 18. April stattfinden, doch der Zustrom von Menschen, die Bernadette ein letztes Mal sehen wollten, um von ihr Abschied zu nehmen, war so groß, dass die Bestattung um einen Tag verschoben werden musste. In der Kapelle des heiligen Josef, wo sie so oft gebetet hatte, wurde sie am 30. Mai beigesetzt. Am 20. August 1908, dem Fest ihres Namenspatrons Bernhard, wurde der Prozess ihrer Selig- und Heiligsprechung eingeleitet. Dazu wurde ein Jahr später ihr Leichnam exhumiert. Er war unverwest, ebenso wie nach der zweiten und dritten Exhumierung. Die Unverwestheit ihres Leibes wurde von der katholischen Kirche nicht als Kriterium ihrer Heiligkeit oder als Wunder bewertet, aber sehr wohl als Zeichen, das über den Tod hinaus auf die Auferstehung und das unzerstörbare ewige Leben verweist. Grund ihrer Selig- und Heiligsprechung war ihr Leben gemäß dem Evangelium und ihr Leben in Hingabe an Gottes Willen. Papst Pius XI. Schloss die Untersuchung mit einem Dekret am 18. November 1923 mit folgenden Worten ab. Bernadette erfüllte treu ihre Sendung. Sie war demütig in den Tagen des Ruhmes und stark zur Zeit der Prüfung. Am 14. Juni 1925 erfolgte die Seligsprechung von Schwester Marie Bernard. Bernadette, die Seherin von Lourdes. Seither liegt ihr unverwester Leib in einem Glassarg. Eine Reliquie wurde nach Lourdes gebracht und wird in der Krypta aufbewahrt über der Grotte. Die Heiligsprechung fand am 8. Dezember 1933, dem Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens, unter großer Anteilnahme der Gläubigen in Rom statt, darunter auch Verwandte der neuen Heiligen. Ihr Festtag wurde nicht ihr Todestag, sondern der 18. Februar, Oktavtag der ersten Erscheinung von Lourdes. In seiner Predigt forderte Papst Pius XI. Die Gläubigen auf, nach Lourdes zu gehen, um dort die Heiligkeit von Bernadette zu erleben
und auf ihren Spuren Maria zu begegnen. Die Geschichte Bernadettes setzt sich fort in der Geschichte der Pilger, die jedes Jahr nach Lourdes und Nevers kommen. Maria erinnerte Bernadette bei der Begegnung daran, wie das Leben eines Menschen aussehen kann, der sich auf dieses Jahr einlässt. Bernadette nahm die Herausforderung im Rahmen ihrer begrenzten Möglichkeiten an. Vom Zeugnis des Wortes in Lourdes bis hin zum Zeugnis ihres Lebens in der Klostergemeinschaft von Nevers. In ihren alltäglichen Aufgaben, die sich am Ende ihres Lebens auf das Kranksein und das Gebet beschränkten. Durch Bernadette kann auch heute jeder die Aktualität der christlichen Botschaft entdecken, die das Leben verändern und ihm eine neue Richtung geben kann. Eine Geschichte, die jeder täglich fortschreiben kann.